Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed 2. In der letzten Folge habe ich gesagt, dass wir die Trophäe Sika-Effekt schon bekommen hätten, haben wir aber noch nicht. Die bekommen wir erst, ich habe nochmal nachgeguckt, wenn wir in den Animus gehen. Jetzt drehe ich nochmal, gucke ich nochmal, was die hier so erzählen. Rebecca können wir nochmal reden. Wie sieht es mit Sean aus? Können wir mit dem nochmal reden? Ne, auch nicht. Aber mit Lucy können wir nochmal reden. Schauen wir, werden wir mit ihr nochmal reden und dann gehen wir zurück in den Animus. Hey. Hi. You okay? Yeah, I'm fine. Everything's fine. You sure? We lost two more teams last night. That's eight more of us just gone. I'm sorry. I don't know what to do anymore. It just keeps getting worse and worse. Hey, remember what you told me? And look, here we are, safe and sound. For how long? And when they find us, then what? When that happens, if that happens, we'll deal with it. I'll keep you safe. Anyway, enough with my little breakdown. I should get back to work. And so should you. Ach, wie süß, er ist verliebt in die Lucy. Vielleicht kommt dann noch was, vielleicht kommen die beiden ja zusammen. Really, I'm fine, I promise. Okay. Sorry, Desmond, I've got to file these reports. Okay. Die will nur mal mit uns reden. Dann gehen wir mal in Animus zurück. Jetzt würden wir die Trophäe Sika-Effekt bekommen. Ich muss mir unbedingt angewöhnen, die Trophäen auch vorher zu lesen, bevor ich sie erspielen will. Was habe ich jetzt schon im Voraus gemacht für die nächste Trophäe? Passiert noch was hier oder nicht? Ah, jetzt. Bella Venezia, 1481. Jedes Mal, wenn ich offen bin, habe ich Husten. Das gibt's gar nicht. Das ist Ezio. Und wie immer werden wir jetzt erstmal, bevor wir mit der Hauptmission weitermachen, die Türme erklimmen, um uns einen Überblick zu verschaffen. Und dann werden wir sind ja in einer neuen Sequenz. Das heißt, es gibt neue Waffen, neue Rüstung. Die werden wir uns jetzt holen. So, hier geht es bestimmt mal weiter hoch. Genau. Synchronisieren. Schön groß die Stadt. Und am Meer gelegen. Ich persönlich war noch nie in Venedig. Würde mich aber auf jeden Fall mal reizen, dorthin zu fahren, muss ich sagen. Um es mir mal anzuschauen. So. Gehen wir zum nächsten Aussichtspunkt. Schauen uns mal an. Mich würde mal interessieren, ich war ja auch noch nie in Florenz, muss ich sagen, wie viele Orte dort noch ungefähr so aussehen wie hier im Spiel oder wie sehr sich die Stadt insgesamt verändert hat. Ui, wer bist du denn?
Venedig hat ja viele Flüsse. Viel, viel Wasser. Und da Gott sei Dank ging das gut. Ich hatte schon fast die Befürchtung, dass das schief geht. Aber wir hatten Glück. Hier haben wir einen Schneider. Da drüben haben wir einen. Links hier einen. Jetzt fällt es mir nicht ein. Schmied. Entschuldigung. Gucken wir mal, was er für uns hat. Rüstungsmäßig. Im Besitz. Da haben wir nicht genug Geld für, aber die Metallstiefel. Und die Schulterplatte. Für die rechts nicht. Brustschutz und Schulterplatte. Waffenmäßig. Mhm. Da wäre das mailändische Schwert, Mailänder Schwert hier. Am besten. Jo, mach ich. Ich werde erstmal jetzt. Nee, warte mal, wir haben ja 9000 auf dem Konto in Monteriggioni. Oh. Naja, wir gehen erstmal. Oh, wir wurden gesehen. Wofür seid ihr, Wolf? Hallo. Ach, verdammt. Au. So spinn du. Kann ich auch. Jetzt ist mir die Stimme beim Husten erstickt. Was ich sagen wollte war, kann ich auch. Ja, ja. Heute nie. So, alles ist gut. Schlaf, mein Freund, schlaf. Nee, ich kletter jetzt hier gerade. So. Ja, bei den Türmen muss man immer so reingehen und dann rundherum klettern. So. Wir werden in Venedig viel Geld lassen. Was mir gerade einfällt, gab es in Forli eigentlich eine Codex-Seite? Müsste man eventuell nochmal gucken gehen, dann. Ich glaube hier hinten, nee, in den Bereich kommen wir noch nicht, haben wir auch noch nicht angezeigt. Machen wir mal weiter. Also wir müssen dann auf jeden Fall nochmal nach Forli gucken gehen, ob es dort noch eine Codex-Seite für uns gibt. Da habe ich nämlich, glaube ich, eine übersehen. Oder mindestens eine. Und dann haben wir ja in Forli, weiß ich, da gibt es noch ein paar Rennen und sowas, die wir da machen können. Und Schätze haben wir in Monteriggioni noch. Florenz. Ich glaube auch. Mann, ziemlich verarschen. Komm her. Also Geld müssen wir eigentlich zusammenkriegen. Müssen wir bloß dann mal gucken, wie viel wir ungefähr brauchen, dass wir das wissen. Dass wir nicht ständig irgendwo hin und her rennen müssen. Oh. Oh, das Hobbit. Haben kleiner eine Feder eingesammelt. Jetzt machen wir erstmal hier die Türme. Dann gehen wir erstmal nach Monteriggioni und uns alles holen, was wir brauchen. Obwohl erstmal die Türme und die Codex-Seite, bevor ich, oder die beiden Codex-Seiten, sagen wir mal so, bevor ich die wieder vergesse, weil das ist wirklich wichtig. Weil die Codex-Seiten bringen uns ja auch was. Leben. Ich glaube, wenn wir vier gesammelt haben, dann kriegen wir ein neues Kästchen Leben. Insofern
ist das ja gut, wenn wir die sammeln. So. Ach, ich dachte, wir springen jetzt ins Wasser. Schade. Wäre auch schön gewesen. So. Hier noch eine. Dazu müssen wir wieder zurück. Gibt's ganz schön viele Diebe. Florenz ist so die Stadt der Kurtisanen, mehr oder weniger. Zumindest haben wir dort, obwohl der Diebe auch, wir haben ja La Volpe dort kennengelernt. Und als Kurtisane Paola. Ach ja, das Lied, das ist doch das Lied aus dem Trailer. Oh. Ich bin unten. Ha, verärgert. Ich glaube, reden kann ich auch nochmal richtig, wenn ich das so merke. Eine Kirche. Das war klar. Das war nix. Schade. Ich dachte, ich schaff's noch ins Wasser zu springen. Habe ich leider nie geschafft. Ich hätte es wissen sollen. Naja, aus Fehlern lernt man ja. So. Aber wir sind auch gleich an der Kirche, auf die wir drauf wollten. Hier haben wir Wachen. Ne, doch nicht, das waren normale Bürger. So. Hier wollen wir hoch. Hier kommen wir nie hoch. Okay. Da habe ich gerade gesagt, Kurtisanen sind ja nie so viele und da sehe ich schon welche. Ach, warte, nee. Gut. Oh. Wir nutzen einfach das andere aus. Ja. Ganz schön viele Wachen hier, muss man sagen. Das ist in anderen Städten nie gewesen. Gut. So, hoch hier. Ja. Hier geht's nie hoch. Schade. Denkst du? Ach, verdammt. Gut. Damit hat er nie gerechnet. Hm. Irgendwie komme ich hier nicht hoch. Ne, ich komme hier nie hoch. Na gut. Dann lassen wir den jetzt mal außen vor hier und gehen jetzt hier runter nochmal zu dem und dann zu der Codex-Seite. So, warte mal, die Codex-Seite ist gerade näher, muss ich sagen. Gehe ich nochmal hier vorbei schnell. Hol mir die noch. Nix. Das war nicht gut. Oder unüberlegt, sag mal so. Ach nee, guck mal. Ah. Söldner. Hey. Hey. So. Na komm her. Ist mir egal, wer von euch ich bin, zuerst angreift. Du. Damit habe ich nie gerechnet. Hey.
Okay. Jetzt ist wieder den richtigen Zeitpunkt erwischen. Oh. So. Das war's mit den beiden. Und eine Medizin, ja, Hammer. Guck mal hier. Siehst du, ich könnte mal gucken, ob es wieder neue Beutel gibt. Dann werden wir jetzt mal zum Aussichtspunkt hier gehen. So viel zu tun und so wenig Zeit. Upsala. Halt, warte. Irgendein Steckbrief. Den wollte ich haben, ich wollte nie runter. Genau. Haben sie aber schön gemalt. So, und hier hoch. Ausweiser Voraussicht. So. Der hat uns nämlich beobachtet, der hätte uns sonst so angegriffen. Ach, hier, guck mal. Dass die nie damit rechnen. Drüben haben wir wieder so eine Leine, über die wir drüber können. Ja, oh, nee, lass mich jetzt in Ruhe hier. Na los, komm hier. Aha, getroffen. Schön. Stellen wir uns mal so, dass er uns nie... Ach, Mist. Genau das wollte ich verhindern, dass er uns trifft. So, Wurfmesser. Gucken. Eins. Und das zweite. Also das erste hat einen Bauch getroffen. Das zweite, wenn ich das richtig gesehen habe, war ein Headshot. Ist bestimmt auch schmerzlich. Mit dem Messer. Er hat uns ja auch mit einem Pfeil getroffen. Irgendwo. Ich glaube in den Arm oder so. Tat auch weh. Ich glaube, das Husten kommt, weil ich es nie gewohnt bin, so viel zu sprechen. So viel am Stück, sage ich jetzt mal. Da war ein Dieb, den hätten wir noch klauen können. Ach, und guck mal, da ist noch eine Codex-Seite. Was haben wir noch hier so? Eine Codex-Seite. Gut. Na gut, dann machen wir jetzt hier an dieser Stelle schon wieder eine Folgenpause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir noch die letzten Codex-Seiten holen und natürlich dann ein bisschen Geld besorgen, um uns neu auszurüsten. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.